Hallöchen bei einem, ja, kleinen neuen Streamischen Ründchen. Heute habe ich zwei Spiele vorbereitet. Während ich laber, habe ich mich wieder vergessen, mir schon mal ein Getränk vorzubereiten. Das ist echt ein bisschen doof. Wir spielen zuerst XCOM 2 in der Ründchen. Und dann habe ich noch was anderes vorbereitet. Dafür müssen wir dann aber ein bisschen Geduld mitbringen, weil dafür müsste ich nämlich dann erstmal bestellen, weil es wird dann auf der Konsole stattfinden. Konsole! Ja, ich spiele alles, ist mir egal. Spiele sind Spieler. Und wenn man halt Bock hat, wo auch immer spielen will, dann ist das so. Was ist eigentlich Charaktersammlung? Charakter erstellen? Charakterinfo. Vorname. James. James. James Smith klingt doch gut. Spitzname. The Wall. James The Wall Smith. Biografie. Stetigen Nationalität. Ja, er ist in Großbritannien. Er ist männlich. Hat er erstes was? Oh, cool. Geil. Beine. Körper. Nein. Körper. Ach doch, nehmen wir den. Kann ich erstmal gucken, wo ich jetzt. Ach, da Gesicht. Gibt eigentlich nicht so viele Gesichter irgendwie. Grob geschätzt trotzdem, aber. Cool. Dann kann man ja mit den Pfeiltasten durch. Oh ja. Ist ein bisschen angenehmer, mit den Pfeiltasten hier durchzuklicken. Cool. Na gut, die Dreads sind jetzt vielleicht nicht das. Ja, natürlich, cool. Lange Locken, lange Stufen. Ja, machen wir das. Das. Bart. Ungepflegter Bart. Sehr schön. Ethnie, bleiben wir dabei. Haarfarbe ist. Gefärbt natürlich. Hautfarbe ist eigentlich ganz gut so. Hauptrüstungsfarbe. Sekundärrüstungsfarbe machen wir jetzt. Wir machen mal ganz kurz einen schnellen Charakter. Einen schnellen, was sagt eigentlich die Aufnahmezeit? Also die Aufnahmezeit, also die Streamzeit, ich sag nur Aufnahmezeit, weil ich da darüber gucke, weil ich da drüben ja jetzt Chat habe und den Sound auf, also mein Gelaber gleichzeitig aufschreiben, während ich hier das nur aufnehme. Hat man, glaube ich, aber auch beim Civ-Stream gesehen, dass es von der Qualität halt einiges besser ist. Oh ja, ein dunkles Blau. Waffenfarbe, Running. Will do. Stepping off. Ja, natürlich. Wir nehmen euch die Originalsprache natürlich. Kann als Soldat erscheinen, kann als Vampir erscheinen und. Ja. Also, es war's. Obere Gesichtshälfte. Ja, natürlich. Oh, Monokel. Oh ja, Augenklappe. Richtig geil. Unteres. Na, Zigarette, Zigarre, Bandana, Schädelbandana. Bandadel sind nicht so cool. Ah, die Zigarre hat schon Stil.
Flecken. Waffenmuster. Hex. Gesichtsbemalung ist ohne. Okay, haben wir auch nichts. Sehen wir eh nicht. Und ganz schön viele Verbrennungen. Schnitt am Auge und Wange. James the War Smith. Okay. Ist in Ordnung. Ich würde sagen, bevor wir jetzt dumm rumlabern, würde ich sagen, klicke ich auf neues Spiel und ich sage, Veteran-Tutorial, lass mal ein. Lass mal ein. Ich mach dir mal ein. Ich würde das Spiel, der mit Taktik spielen und noch keine Erfahrung gesammelt hat, habe ich ja eigentlich. Ich würde auch gerne als auf Veteran spielen oder Commander, aber ich glaube, ich mach's mal auf Rekrut erstmal nur für die erste Runde, um zu gucken, wie es läuft, weil auch der erste war bisweilen recht knüppelschwer. Deswegen, ich fange mal auf einfach an und mal gucken, wie weit wir kommen. Oder machen wir das auf Veteran gleich? Oh, scheiß drauf. Wir müssen nichts beweisen, wir spielen auf Rekrut, um uns langsam in das Spiel reinzutasten. Die Spannung steigt und Stadtzentren auf der ganzen Welt bereiten sich auf die Feierlichkeiten zum 20. Einheitstag vor. Auf dem Platz der großen Übereinkunft feiern Tausende die Gründung der Advent-Koalition. Gemäß der Versprechen an die Menschheit werden bis zum Ende des Jahres 12 neue Gentherapiekliniken in ausgewählten Städten eröffnet. Trotz des versuchten Angriffs einiger Randsubjekte wurden die Operationen in der Pariser Einrichtung zum Glück nicht beeinträchtigt. Als Antwort auf den grundlosen Angriff kurz vor unserer geliebten Feier richtet der Redner einige Worte an uns. Einige Dissidenten wiederholen sämtliche Fehler der alten Welt. Während wir einen wohlwollenden Erlöser feiern, der nichts als Freundschaft und Mitgefühl anbietet. Und doch könnten diese trivialen Taten niemals das Band zwischen der Menschheit und den Ältesten durchtrennen. Friedenstruppen haben vorsorglich bereits mehrere landesweit bekannte Kollaborateure verhaftet. Advent versichert allen Bürgern erneut, dass die heutigen Feierlichkeiten wie geplant stattfinden werden. Perfekt. Alle verdächtigen Vorkommnisse der nächsten Frist zu melden. Gemeinsam können wir ein besseres Morgen erschaffen. Gleich in Position. Sie hatten recht. Heute sind sie wirklich voll beschäftigt. Konzentration. Los, Gate Crusher. Noch 60 Sekunden. So, wir sind mal im Spiel, direkt. Aber zuerst müssen Sie abtauchen. Gehen Sie hinter der niedrigen Mauer in Deckung. Verstanden, rücke vor. Ah, hier geht es auch mit WASD und natürlich in die Gegenden.
Ja, ich hab's gerade gesehen. Das spielt nach dem, also nach dem ersten Teil, aber von der Story her muss man nur aus dem ersten Teil eigentlich wissen. Das meiste ist egal, egal wie ihr euch geschlagen habt, die Aliens haben quasi gewonnen. Und wie man jetzt ja gesehen hat, regieren die ja mit gewissen Menschen zusammen über die Welt. Also das ist soweit das, was im ersten Teil wirklich wichtig ist, ist, dass halt die Aliens gewonnen haben. Ansonsten, ja, natürlich werden wir das Tutorial ein bisschen ausführlicher machen. Ich habe es auch eingeschaltet und ja, es ist halt schon wieder eine Strategie, aber muss ja nicht schlimm sein. Wir müssen ja nicht Action spielen. Ich muss sagen, ich hätte auch Bock auf einen Shooter mal wieder. Hab da auch einen in der Pipeline, aber es ist jetzt kein Call of Duty und kein Battlefield. Würde ich auch gerne machen, weil Battlefield 1 sieht echt schon geil aus. Weil ich auch finde, von der Kampagne sieht auch Infinite Warfare eigentlich recht interessant aus. Aber ich werde mir die holen, wenn sie ein bisschen günstiger sind, weil ich habe echt wenig Bock, weil ich das eh nur die Spiele dann nur für die Kampagne maximal spiele, hole ich mir die dann immer nur, wenn sie günstiger geworden sind, spiele die Kampagne durch und gibt es dann wieder einen Verkauf und ja, mache ich einfach so, weil so wirklich das meiste spielt man eh nicht. Mit Rechtsklick können wir hier in die Deckung gehen. Wir haben das jetzt noch nicht gesagt gekriegt, aber man sieht hier, das sind alles halbhohe Deckungen. Das heißt, es bietet einen halben Schutz. Ich glaube, das wird uns dann auch alles mal erklärt. Wir bewegen uns also jetzt hierher. Und run, run, run. Die Einheiten fahren zeigt die Gesundheit. Das ist das hier. So wie die verbleibenden Aktionen, das ist das hier an. Soldaten erhalten 2 Aktionen pro Runde. Das heißt, jetzt sehen wir ja diesen orangen Ring, den haben wir glaube ich schon vorher schon gesehen oder nicht. Das heißt, wir können uns auch mal in dem orangen Bereich bewegen. Dann verballern wir aber immer 2 Aktionen. Also wenn wir agieren noch wollen, zum Beispiel schießen, nachladen etc., müssen wir in dem blauen Bereich bleiben. Oder er verfügt nur noch über eine Aktion. In Position, aber hier bin ich ungeschützt. Besser als nichts. Aber vielleicht finden sie weiter vorne eine bessere Position. Ja, genau. Voller Deckung aus der Form. Rücke vor. Genau, wie ihr seht, sieht man hier volle Deckung. Diese Position bietet volle Deckung. Niedrige Deckung bietet mittlere Verteidigung, volle Deckung bietet natürlich ausgezeichnete Verteidigung. Versuche immer deine Bewegung in Deckung zu beenden. Genau, hier sehen wir auch, geht runter. Crusher 2, dranbleiben. Bleiben Sie bei Crusher 1. Ach, mit dem gedrückten Mausrad kann man rauszoomen. Man kann auch mit dem Mausrad rauszoomen. Ich dachte, man kann auch die Karte wieder drehen. Ach, mit E. Cool. Das ist Soldat, das Wechseln mit Tab. Ende. Skyranger rufen. Wir sollen direkt hier vorlaufen. Dann machen wir das. Aber verstanden. Ich dachte, die Sicherheitsvorkehrungen sollten leicht sein. Ja. Bleiben Sie im Schatten, bis alles vorbereitet ist. Yep. Wir haben nur diese eine Chance. In den Schatten. Verborgen. Der Trupp ist zu Beginn der meisten Einsätze verborgen. Nutze Verborgenheit, um Hinterhalte einzurichten. Wenn einer deiner Soldaten entdeckt wird, verlieren alle Soldaten den Vorteil der Verborgenheit. Ja, das ist ja einer dieser neuen Dinge. Ich habe es ja selbst noch nicht gespielt, aber ich weiß natürlich, dass mit dem Deckungssystem und der Bewegungssystem ist natürlich aus dem Vorgänger übernommen. Das habe ich ja gesehen mit Verborgenheit. Habe ich auch schon den vorab ganzen Dingern gesehen, weil ich habe mich ja beschäftigt. Bevor man sich was holt, beschäftigt man sich heutzutage eigentlich mit Spielen. Wird uns noch ein bisschen mehr erklärt, was es mit der Verborgenheit auf sich hat. Okay, ging nicht mit Maus. Feinde sind sich der Anwesenheit deiner Soldaten nicht bewusst, solange sie verborgen sind. Nutze die Verborgenheit zum Vorrücken und Einrichten eines Hinterhaltes. Ich sehe leider überhaupt keinen. Okay, wir laufen hier vor. Bleibe unten. Und hoch. Gehen Sie nicht zu dicht dran. Sonst werden Sie entdeckt und unser Vorteil ist dahin. In diesem roten Bereich sehen wir also die. Jetzt wird es angezeigt, dass wir, wenn wir hier reinlaufen würden, wären wir entdeckt. Also tun wir das mal lieber nicht. Sie mögen in der Überzahl sein.
haben das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Hoffentlich reicht das. Ich sollte dem alten Mann danken. Sie und ich. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Wir müssen die verbleibenden Soldaten ausschalten. Ich hab sie im Visier. Angriffserlaubnis. Tun Sie's. Drücke Eingabe oder linke Maustaste, um Aktionsschaltfläche um die... Ach, über einer Schaltfläche um die Steuerung der taktischen... um den taktischen Kampf zu aktivieren, Waffen abfeuern und drücke Eingabe, um den Angriff zu bestätigen. Und was ich gerade gucken wollte, ist, Aktionen ändern. Ja. Bei den verlassen, wir passen die Sprache den... Ich finde das authentischer. So, natürlich können die auch alle Englisch reden, aber... Ja, wobei, komm. Machen wir es aus, die sprechen alle Sachen Deutsch, weil wir kommen aus Deutschland. Okay, wir machen es aus. Habe ich gerade gelesen. Ist nicht so gewollt. Okay, dann machen wir es aus und sagen... Waffe abfahren, Okay. Wirklich? Dann. Tschüss. Oh, nice. Jetzt verlieren wir nicht die Verborgenheit. Menes 1 ist im Spiel. Der gesamte Trupp verliert Verborgenheit, wenn ein Soldat einen Feind angreift, ein Fenster eingeschlagen oder eine Tür eingetreten wird, ein Soldat flankierend wird oder ein Erkennungsfeld betritt. Bestätigen. So. Sie können sie jetzt sehen. Wie wär's, wenn sie erst schießen und dann feiern? Kein Problem. Okay, wir gehen hier in Deckung. Ich schätze ihren Mut, aber sie sind gefährlich nah dran. Vorsicht. Öffne die Steuerung, klick auf der vorgehobene Schaltfläche. Aha. Ja, den haben wir am meisten, dann nehmen wir den. Weil da haben wir die höchste Erfolgstrefferchance. Und zerlanzen ihn. Oh, wir haben da Loot gefunden. Cool. Sie notieren die Abschüsse, richtig? Oh, daneben. Sehr gut. Ich glaube, mal im ersten Tutorial kann man eh nicht versagen. Oh. Anna ist tot! Nein! Menes 2 ist am Boden! Sie ist tot! Verdammt! Solche Risiken dürfen Sie nicht eingehen. Auf die Flanken achten! Ihr wollt es auf die harte Tour. Okay. Also wie im ersten Teil. Das ersten Mission quasi fast alle ausgeschaltet werden wahrscheinlich. Vorsicht! Nutzen Sie den Vorteil, bevor Sie flankiert werden. Tschüss! Sehen, wie dir das gefällt! Für Anna! Sie rücken mir auf den Leib! Sie ruft Verstärkung! Unterbinden Sie die Übertragung! Central, bin bereit. Spät dran. Was haben Sie da unten gemacht? Die Aussicht genossen. Was zur Hölle sind das für Dinge? Menschen. Zumindest früher. Menschliche Hybridsoldaten. Edwins Belohnung für Gehorsam und Treue. Wir kannten die Gerüchte, aber wir wollten sie nicht glauben. Das wollte niemand. Aber das wird sich ändern, wenn wir finden, wofür wir hier sind. Also los. Also los. Diese Übertragung scheint durchgegangen zu sein. Ein Advent-Transporter nähert sich ihrer Position. Sie haben sie gehört. Die linke Flanke decken. Okay.
Jetzt zeigt uns das an, wo wir hin sollen. Und sagen, okay, wir gehen hier in Deckung. Bin dabei! Halten Sie die Augen offen und schießen Sie auf alles, was sich bewegt. Sobald ein Soldat mit aktivierten Feuerschutz, Soldaten mit aktivierten Feuerschutz ballern auf alles. Und das ist der Feuerschutz. Verbraucht nicht eine Aktion. Der Haupteingang ist gesichert. Wir müssen zum Paket vorrücken. Ja. Okay. Achso, deswegen. Okay, dahin. Okay, auf geht's. Schön durchs Fenster. Menes 3, Sie sind dran. Moment. Sie sollten diese Leiche nach brauchbarer Ausrüstung durchsuchen. Wir okay. Alles gebrauchen. Aber Jane Kelly. Das Edwin-Zeug soll sich angeblich selbst zerstören. Zielfernrohr, cool. Ach, das sind die Runden, wie lange man Zeit hatte, quasi, um die zu plündern. Nice. Dann gehen wir mal hier in Deckung. Und da kommt der Anflug. Verstärkungen sind eingetroffen. Sie werden nervös. Jetzt weiß ich, dass wir hier richtig sind. Feuerschutz aktiviert. Gut gemacht. Ziehen Sie sich zu unserer Position zurück. Verschwindet! Ich halte Sie auf. Okay. Dann ziehen wir uns mal zurück. Nee, der ist mir zu stark. Na gut, wird man nicht treffen. Okay, wir müssen auf den schießen. Okay, warum auch immer. Wir dürfen halt auf keine anderen schießen. Okay. Kümmere mich um die Tür. Okay, dann zur Tür. Sie sollten die Sicherheitsprotokolle der Tür leicht umgehen können. Sie haben nie damit gerechnet, dass hier jemand so nahe kommt. Alle Soldaten können bestimmte Computer, verschlossene Türen und einige andere Objekte hacken. Ach da. Hacken. Dann hacken wir mal das System und Systemüberbrückung. Okay. Erfolg, Tür öffnen. Beliebige Taste, um fortzufahren. Okay, wir haben die Tür gehackt. Sie ist offen. Gut, gehen wir. Dann können wir hier rein. Central. Rein hier. Rücken vor zum Paket. Hoffentlich waren unsere Informationen richtig. Wir sind hier richtig. Sind Sie sicher? Ja. Da scheint eine Zugangskonsole zu sein. Wenn Sie mir einen besseren Blick darauf verschaffen, kann ich... Nächstes Mal. Nichts wie raus hier. Ja. Können Bewusstlose oder Soldaten tragen. Den tragen wir, den Einheit tragen. Hopp, hoch mit dir. Okay, was immer oder wen wir hier rausholen sollen. Das Sicherheitsnetz ist alarmiert. Firebrand ist in der Nähe zur Evakuierung, aber es heißt jetzt oder nie, Central. Verstanden, sind in Bewegung. Okay, Alien-Aktivität startet. Ha, verdammt. Oh. Nein! Oh, sorry! Peter! Peter's tot! Okay. Nein! Central! Crusher 1 ist am Boden! Sie müssen da raus! Ja. Wir brauchen einen anderen Ausgang! Sofort! Ja. Okay, wir müssen darüber. Wird erledigt. Laufen. Und
Granate hier hinwerfen. Los, Granate. Flieg und Sieg. Oh, schön. Das sollte reichen. Es sind noch viele andere drinne, okay. Oh, dann hier hin, los. Loslaufen. Fast geschafft, Konzentration. Und dann fliegen wir hier raus. John Bradford, genannt Central. Alien-Aktivität. Oh, verdammt. Sie sind direkt hinter uns. Oh, zum Glück daneben. Ich glaube, wir müssen weiter rauskommen. Viel zu knapp. Alter, was ist denn der für eine Bewegungsreichweite? Firebrand, hier Gatecrasher. Brauchen sofortige Evakuierung. Holen Sie uns hier raus. Okay, drücke P, um den platziere die Evakuationszone hier. Okay. Und hin damit. Wie ist platziert? In Bewegung bleiben. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Aber wir müssen dann in die Zone rein. Okay. Dann lauf! Wir kommen zurück! Okay. Und wir sind da. Kelly, los! Evakuierung starten. Der Atrophie zu tun. Wir brauchen mehr Zeit. Ich stimme zu. Aber nach jetzigem Stand verlieren wir den Patienten, wenn wir nicht sofort mit der Entfernung beginnen. Sind bereit. Gut. Legen wir los. Erstaunlich. Genau wie vor 20 Jahren. Wir nannten es damals noch Krieg. Wir wussten nicht, was auf uns zukam. Reaktion von der Hirnrinde. Gut. Dringe jetzt in den Schädel ein. Ich habe die Verbindung identifiziert. Bereite jetzt den letzten Schnitt vor. Die Werte spielen völlig verrückt. Das war doch klar. Die Implantate sind nicht zur Entfernung gedacht. Wir riskieren schwere... Es gibt keinen Plan B. Tun Sie es! Normal. Vitalwerte stabil. OP beendet. Ich wusste, dass Sie nicht so leicht unterzukriegen sind. Willkommen zurück, Commander. Schön, dass Sie langsam aufwachen. Allerdings beneide ich Sie nicht um die Kopfschmerzen. Dr. Teigen trifft keine Schuld.
Besonders, weil noch niemand sowas vorher versucht hat. Ruhig. Wir sind immer noch nicht sicher, was die mit ihnen gemacht haben. Der Chap war tief in ihrem Schädel. Ich habe auf der Suche nach ihnen viele gute Soldaten verloren. Hätte die Hoffnung fast aufgegeben. Ich habe sofort auf die Informationen reagiert. Ich weiß nicht, woran sie sich erinnern, aber es hat sich viel verändert. Ich habe mein Bestes gegeben. Die letzten 20 Jahre waren hart ohne sie. Wenn sie Informationen brauchen, Shane hat das Archiv auf ihr Terminal geladen. Ansonsten gehen Sie zu Dr. Teigen, wenn Sie bereit sind. Es gibt Dinge, die Sie wissen sollten. Er kann das besser erklären als ich. Es ist verdammt gut, Sie wiederzuhaben, Commander.